Hey, Ralfie, weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lukas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Er wird ihn sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1.15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen gefahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich dahin? Den Typ kenne ich nicht. Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach einen Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralfi. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Sie müssen Ralfs Freund sein. Das stimmt. Okay, wir nehmen Ihren Wagen. Da rein und rüber zur Werkstatt.
Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Aber Vorsicht, der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh dem Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig, die Karre geht gut ab, ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt, wer weiß. Klar, Bobby, kein Problem. Das schaffe ich in einer halben Stunde.
hast es also geschafft, Kumpel. Und der Wagen hat nicht einen Kratzer. Danke, Bobby. Das war wirklich der schnellste Wagen der Welt. Ein Glück, dass du es geschafft hast. Ich habe auch auf den Wagen vom Don gewettet. Das haben anscheinend alle. Ich habe drauf gewettet, wie fast jeder in meiner Nachbarschaft. Schätze, der Fahrer ist auch ziemlich wichtig. Klar, naja, ich will dich nicht aufhalten. Gute Nacht. Bis dann, Bobby. Danke für die Hilfe.